Einen wundervollen, ihr Lieben, und schön, dass ihr da seid. Hallo Samstag, hallo Chat. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Hoch die Hände, Wochenende. Kochstream, finally und endlich mal wieder. Ginny ist am Start, Mupfin ist, ich muss es euch direkt zeigen, ihr Lieben, Schlo hasst es. Und ich fucking liebe es, ihr Lieben. Ich habe Muffin ein neues Halsband gekauft. Ist tatsächlich ein relativ heftiges Halsband, welches halt hier am Halsband gehalten werden kann. Und ich muss tatsächlich sagen, meine pubertierende Kröte ist wahnsinnig lieb, aber meine pubertierende Kröte ist momentan, sie hört schon gut, aber wenn gerade mal andere große Hunde kommen und die wollen nicht, dass Muffin Hallo sagt, hat die schon Zug drauf im Moment und die wird gern Hallo sagen. Was willst du damit halten, ein Stier? Naja, ich möchte halt ganz gerne einen Carne Corso halten, ne? Sieht ein bisschen aus wie Spielzeug für Erwachsene. Ja, kann man auch machen. Aber hat man, wenn man selber anhat, relativ schnell wieder aus. Was kochen wir heute? Chat! Wir machen eine ganz einfache Grundform von einem Käsekuchen, der zuckerarm, High Protein ist, weil Schlo und ich ja immer noch im Sportfieber sind, also ich mehr oder weniger. Ich bin ja in so einem Fitnessstudio, wo man E-Gym, lieb ich sehr, weil ansonsten stehe ich da immer mit meinem Zettel. Okay, Gerät Nummer 14, Stuhlposition 1, Gewicht so. Und das E-Gym macht das von alleine. Und da waren wir also beim Training und da sagt die Trainerin, so, ihr seid ja jetzt schon eine ganze Ecke da, wir stellen euch jetzt um. Und du hast ja beim Training, zum Beispiel Beinpresse, immer zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist, die Beine sind angewinkelt, du sitzt und drückst das Gewicht raus und dann musst du das Gewicht ja langsam wieder zurückkommen lassen. So, und das war einigermaßen gleich auf, ein paar Kilo mehr, weniger. Auf jeden Fall sagt sie, wir erhöhen jetzt die Zurückbewegung bei jeder Übung deutlich. War meine Beinpresse bei 80, setze ich mich auf die Beinpresse 110. Leute, ich habe den schlimmsten Muskelkater, den man sich überhaupt vorstellen kann, in meinen Beinen, in meinem Hintern, weil sämtliche anderen Übungen ja auch deutlich hochgegangen sind. Holy fucking moly. Oh, es tut alles weh, aber es fühlt sich gut an. Schlo hat sich Rosmarin-Hackbällchen gewünscht. Ist eins unserer Lieblingsessen, haben wir uns komplett voll gegessen, übergessen und hatten wir jetzt ewig nicht mehr. Und Schlo hat sich das heute gewünscht und ich dachte, ich wandle es ein bisschen ab. Und dann, ihr Lieben, wollte ich mal eine Paprikasoße selber ausprobieren zu machen, weil ich keinen Bock auf Tomatensoße hatte. Und dann wollte ich Bohnenmus machen. Ich habe gedacht, man kann aus allem irgendwie Mousse machen und wir essen so gerne weiße Bohnen, weil gute Kalorien, gute Kohlenhydrate und viel Eiweiß. Warum nicht mal einen Bohnenmus probieren? Also wird heute alles, was wir kochen, ein bisschen experimentell und ich werde bei allem mal testen, ob man das so machen kann. Also alle, die ihr kochen könnt und Tipps zu Dingen habt, haut sie heute gerne raus für mich. So, wir fangen an mit Käsekuchen, ihr Lieben, und dafür brauche ich ein Schüsselchen, ein Messbecher. Ich habe die Schwarzwaldmilchprodukte für mich entdeckt. Die haben auch so einen Kakao, der ist sehr, 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 sehr lecker. Jetzt habe ich mal noch andere Sachen von denen gekauft. Also, zwar 500 Gramm Magerquark, finde ich bei mir nicht really. Also ich habe mir jetzt das Müsli von denen gekauft und der Kakao. Proteindrink Kakao, der hat auf 100 Milliliter 70 Kalorien. Bei 4,7 Gramm Zucker, bei 8,3 Gramm Eiweiß. Fand ich halt schon krass. Aber das Müsli habe ich noch nicht probiert. So, 200 Milliliter Milch. Ich nehme die Proteinmilch. Perfekt, 200, also wirklich perfekt. So, eine Packung Vanillepuddingpulver. Das ist mit Zucker. Mit 4 Gramm Zucker. So, ich habe auch da drüben noch meine Eier. Sorry, ich muss heute ein paar Mal von links nach rechts laufen, weil ich meine Einkäufe verteilt habe. So, jetzt habe ich hier weiße Schokolade, zuckerfrei. Die ist gesüßt mit Erythrit und Stevia. Die werde ich jetzt schmelzen und da noch mit reinpacken. Und während ich das Wasserbad aufsitze, gucke ich gleich auch noch mal nach ein bisschen Vanillezeug. Lasst mich einmal checken, wie viel das ist. Sollten so 50 Gramm oder sowas sein.
57. Es waren erst 51. Aber das passt, dann ist die leer. Dann packen wir hier kochendes, dann machen das Wasser gleich kochend, schmelzen das. Weiße Schoko in Käsekuchen. Trust me, I'm a baker. Nee, trust me, I'm a Naschkatze. Schickst du mir ein Käsekuchenstück? Hättest du nicht so eine blöde Chefin, könntest du heute schon Käsekuchen haben. Und Jule denkt sich, what the hell? Kann ich doch nichts für, ich kann nichts dafür. Entschuldigung, Jule, lieb dich. So, jetzt lass uns mal gucken, ob unser Handrührgerät, unser Handmixer, full ist. Ich rühre das schon mal. Dann lassen wir nachher die Schokolade einfließen. Dann stellen wir auch fest, ob der voll ist. Ah ja, guck mal, zwei Akkustriche sind voll. Die Stevia Erythrit Schokolade wird nicht richtig flüssig. Die wird nur so krümelig, aber das passt. Denn jetzt können wir sie so, wie sie ist, sie ist relativ weich, da reinpatschen. Und dann nochmal gut durchrühren. Und dann kann das ab in den Backofen. Na, gespannt, ob das fest wird. Bin sehr gespannt, ob das fest wird. Also durch das Puddingpulver wahrscheinlich, aber. Let's check this out. Chat, Timer auf 50 Minuten. Wenn der in 50 Minuten rum fertig ist, darf der erstmal außerhalb des Kühlschranks schnell auskühlen. Und dann, wenn er ein bisschen abgekühlt ist, kommt er in den Kühlschrank und darf da noch richtig schön fest werden. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache meine eigene Soße. Und dafür rösten wir Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und ein paar Tomaten im Ofen und pürieren das Ganze nachher mit so einem Schuss Proteinmilch. Weil ich glaube, dann haben wir eine sehr, sehr, sehr geile Soße, die kalorientechnisch insane sein wird. Dann machen wir Bohnenmus. Ich bin am überlegen, ob ich noch ein paar Kartoffeln koche und die mit in das Bohnenmus mache. Oder ob ich only Bohnen ins Bohnenmus mache. Aber ich glaube, so ein Hauch Kartoffel im Bohnenmus wäre ganz geil. Wir fangen an, das Gemüse vorzubereiten, würde ich sagen. Animal Content lockt immer. Ginny, Gizmo, Rosi, Buddy. Ah ne, Buddy ist gar nicht hier. Was? Ja, der ist nicht da, Schatz. Der ist nicht da. Nee, der ist nicht da. So, großer Topf. Kochendes Wasser rein. Dieses Mal mache ich auch direkt kochendes Wasser. Und dann kochen wir ein, zwei Kartoffelchen, die wir zu den Bohnen reinmachen, oder Muffin? Kartoffelbohnenmus? Geil. Geil. Der Wasserhahn ist Geilomat. Wenn du den nicht kennst, der kann neben... Ja, Muffin, ist einfach umgefallen. Ist einfach umgefallen. Der kann neben kochendem Wasser auch auf 4 Grad runtergekühltes Wasser und sprudeliges Wasser. So, ich denke, das reicht. Wir wollen gar nicht so viel Kartoffelchen dazu. Oh, wobei, ich mache alle Kartoffeln. Oh, wisst ihr, was ich unfassbar gerne esse? Kartoffelchen mit einem Stück Butter. Gut, die Kartoffelchen kochen jetzt. Und in der Zeit machen wir unser Hackfleisch ready. 500 Gramm. Ich habe Rinderhack genommen. Dann machen wir ein Ei rein. Dann kommt so ein Esslöffel Senf da rein. Circa. Nebenbei auch einen Käsekuchen gemacht. Ja, ich bin Influencer. Achso, ja, bin ich. Die meisten, die hier zugucken, wissen schon, dass ich auf Tuck-Kekse oder insgesamt so Cracker schwöre, die Geschmack drin haben. Normalerweise nehme ich gerne die Sour Cream and Onion oder die Cheese. Gab's nicht. Deswegen habe ich Tuck-Paprika genommen. Einfach, weil die schon so einen Geschmack mit reingeben. Semmelbrösel sind eher so ein bisschen neutral. So Cracker, die einen Geschmack haben. Mm. So, jetzt nehmen wir die Hälfte der Packung. Circa roundabout. Pi mal Daumen. Muffin, es ist nichts passiert, es ist nichts umgefallen, da ist keiner entlang gelaufen. Wow, 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 wow. So, dann packen wir jetzt gleich das in den Backofen.
einmal ein bisschen Pfeffer rein. Und wir haben Paprikagewürz durch die Tuckkekse. Wir haben Gewürz durch den Senf. Salzig durch den Käse. Dann kneten wir das alles. Aber um es zu kneten, lasst mich mal hier ganz schön... Achso, Rosmarin fehlt. Wie sollen denn die Rosmarin-Hackbällchen ohne Rosmarin schmecken? Timer um. Nee, er ist gerade ganz frisch gestellt worden. Nix mit Timer um. So. Rosemary. Wo bist denn du jetzt gespawnt? So, ich versuche das so klein wie nur möglich zu häckseln. Eigentlich hat man dafür so ein Schwingding. Ich habe kein Schwingding. Obviously habe ich das nicht. Sonst müsste ich das Messer hier nicht so nehmen. So, jetzt kommt der Schafskäse noch hier rein. Und dann wird das alles gut durchknetet und dann werden kleine Bällchen geformt. Ich habe das Hackfleisch nach dem Einkaufen nicht in den Kühlschrank gepackt, weil ich wusste, dass ich es in 2 Stündchen sowieso brauchen werde. Und jetzt ist das deutlich angenehmer. Sonst ist Hackfleisch aus dem Kühlschrank frisch so unangenehm, weil so kalt. Es hat jetzt auch keine 30 Grad, dass ich mir denken würde, das Hackfleisch liegen lassen, ist ja eklig. Sondern es ist angenehm frisch hier drin. Rabibi wäre begeistert. Wir haben ja Kochstreams gehabt, wir sind hier eingegangen vor Hitze. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, wir sind ein bisschen fresh. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Einmal alles gut durchgeknetet, überall alles Würzung dran. Dann machen wir jetzt kleine Bällchen. Kleine süße Köttbullar-Bällchen. Das wird gleich feini. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, eine Gruppe Wanderer. Eine ganze Gruppe Wanderer. Houston, we have a problem, we have a problem, we have a problem. Muffin, ich habe sie gesehen. Die, das ist okay. Ja, die dürfen da entlang laufen. Ja, die dürfen da entlang laufen. Ich schwöre, die waren nicht bei uns im Garten. Muffin, Schweigefuchs. So, lass uns mal gucken, ob das denn jetzt schon leicht dunkel ist. Oh ja, das hat hier und da schon schwarze Spitzchen. Das ist genau das, was ich haben will. Ich lasse es noch ganz kurz da drin. In der Zeit mache ich mal eine Pfanne heiß. Jetzt kommt unser Gemüse. Alles rein, was hier drin war. Stellen wir das auf die Seite. Achtung, heiß. Und dann kommen die ersten Hackbällchen hier rein. Das Gemüse wird die Soße. Yeah, voll geil. So, hier ist mein Stabmixer. Ich hoffe, dass der nicht leer ist. Schlo benutzt den jeden Tag. Ich glaube, der hat ihn noch nie aufgeladen. Aber das werden wir gleich sehen. Please, 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 please. Ah ja, guck mal, der hat noch 2 Striche. Na Finn, geh weg. Okay. Auf Wasser. Oh, es riecht fantastisch, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Warum gibt es kein Geruchsfernsehen? Ihr werdet neidisch. Okay, und jetzt gebe ich das Ganze hier rein. Mix das nochmal gut durch und lass es dann, mach es dann nochmal warm. Es ist nämlich gerade nur so lauwarm und es dürfte deutlich wärmer sein. Ich probiere nochmal, ob da jetzt schon ein bisschen Schärfe drin ist. Es ist mehr ein Püree als Soße. Man müsste ein bisschen mehr Flüssigkeit reinmachen, aber ich mag das so. Ich esse gerne scharf. Ich esse sehr gerne scharf. Es ist, oh, es ist hart an der Grenze zu zu scharf. Ich mache nochmal einen Schuss Milch rein. So, dann probieren wir mal so ein Hackbällchen, ob das schon soweit ist. Boah. Scheiße, ist das lecker. Es ist die perfekte Menge Rosmarin. Entschuldigung. Ich muss euch ein bisschen vor, aber es ist das lecker. So, dann fangen wir schon mal an,
hier die Kartoffel und die Bohnen zu einem Mousse zu zerdrücken. Püree. So, wir würzen das Ganze gleich. Bisschen Knoblauchpulver, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Paprikapulver. Und dann probieren wir mal. Konsistenz sieht gut aus. Sieht sehr widerlich aus. Also, take a Schüssel, take Bohnenpampe. Und die Hackbällchen sind mit Rolf. Wirklich mit Rolf. Oh, Chat, wenn ihr das probieren könntet. Oh, da kann sich Schlo fast freuen, das wird er mögen. Das war feini. Das war sehr, sehr, sehr feini. So.